Marburg Views, ein virtueller Rundgang durch Marburg. Forsthof. Der Forsthof wurde zwischen 1599 und 1600 über älteren Kellern errichtet. Der barocke Bau am Tor, der untere Forsthof, weist gotische Reste wie den Aborterker auf. Im Forsthof lebte der Rechtsgelehrte Friedrich Karl von Savigny, 1779 bis 1861. Bei ihm trafen sich in den Jahren 1802 bis 1808 neben seiner Schwägerin Bettina von Brentano und ihrem Bruder Clemens von Brentano weitere bedeutende Romantiker wie die Brüder Grimm und Bettinas späterer Ehemann Achim von Arnim. Bei einem dieser Treffen des Marburger Romantikerkreises erhielten Jakob und Wilhelm Grimm die Anregung zu ihrer Märchensammlung.